Storytime, wie ein Einbrecher meinen Vater abstechen wollte. Wir haben früher in einem Haus gewohnt, welches in zwei Wohnungen aufgeteilt war. Quasi, unser Nachbar hat oben gewohnt und wir haben unten gewohnt. Unser Nachbar hatte im Lotto gewonnen und hat's im kompletten Dorf rumposaunt. Er ist kurz daraufhin sehr krank geworden. Ich weiß nicht genau, was für eine Krankheit er hatte, aber irgendwann konnte er auf jeden Fall nicht mehr gescheit reden. Ein paar Tage später war ich abends auf dem Klo und habe aus dem Fenster gesehen, dass eine Person auf unser Haus zulief. Aber ich habe mir halt dabei nichts gedacht, weil ich mir dachte, so vielleicht kriegt der Nachbar Besuch. Plötzlich hörte ich aus der oberen Wohnung Geräusche. Also bin ich in den Hausflur geschlichen und habe gesehen, dass der Typ mit dem Brecheisen in die Wohnung eingebrochen ist. Ich bin sofort zu meinen Eltern gerannt und habe ihnen alles erzählt. Meine Eltern sind daraufhin hoch, um nachzusehen. Als der Typ gemerkt hat, dass meine Eltern in der Wohnung waren, wollte er mit einem Messer auf meinen Vater losgehen. Allerdings hat er ihn nicht getroffen und hat dann Schiss bekommen. Und ist dann daraufhin abgehauen. Der Fall ist bis heute noch ungeklärt und diesen Typen hat nie irgendjemand gefunden.